Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Mafia 2. Wir müssen unseren verletzten Freund zum Arzt bringen. Ich gehe mal vor, sicherheitshalber. Nicht, dass sich hier noch irgendwo jemand versteckt hat. Na komm! Hä? Was macht der? Komm schon, Vito, er blutet wie ein Schwein, mach endlich! Was soll ich denn machen? Vito, beeil dich! Henry ist kein Fliegengewicht! Soll ich den jetzt nehmen, oder? Ich gehe einfach mal raus, keine Ahnung, was das von mir will. Komm schon, Vito, er blutet wie ein Schwein, mach endlich! Jetzt kommt doch, wird aber Zeit, ey! Hey, Vorsicht! Das tut weh! Ach, mit dem Fahrstuhl. Jammern, sonst lass ich dich fallen. Mit dem Fahrstuhl können wir also nicht fahren, okay. Nein, bitte, ich will nicht sterben. Keine Angst, wir tun dir schon nichts. Depp. Ach so, hier geht's gar nicht lang. Was? Scheiße. Der ganze Schuppen bricht zusammen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo kommen die denn her? Ist aber auf jeden Fall noch mindestens einer. Hab ich genau gesehen. Sag ich doch. Vito, gib uns Deckung. Mach ich doch. Ist noch jemand? Nee. Was ist denn so verstaubt? Vor allem, wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht mehr. Wir müssen schnell machen. Das Feuer breitet sich aus. Beschwer dich nicht, du Glückspilz. Ich habe keine Ahnung, wo die zwei sind. Ich hoffe nur, die sind vor mir und kommen hier raus. Scheiße. Ist aber geil gemacht auf jeden Fall. Man fühlt sich echt wie... Ach, hier lang. Sehr gut. Okay. Oh Gott. Ist aber schön, da werden direkt die ganzen Beweise vernichtet. Optimal. Besser kann es gar nicht laufen. Schade an den Schnaps. Aber da brennt gut. Oh, scheiße. Die Bullerei oder was? Wenn ich drauf gehe. Hey, 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 sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzen. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, da sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Was? Bin doch gut gefahren, aber wir werden gesucht. Es darf also keiner Polizei über den Weg laufen. Na, hoffen wir mal, dass wir Glück haben. Und dann brauchen wir wenigstens nicht auf die Geschwindigkeit achten, ist sowieso egal. Ich fahr doch total optimal, wie ich die Kurve genommen habe. Hallo? Oh, fuck. Verfolge bewaffneten Täter. Werde sofort schießen. Na danke. Aber er ist, glaube ich, ziemlich blöd gefahren, oder? Ich sehe ihn schon gar nicht mehr auf dem Radar. Naja, da geht's doch. Was? Wieso ist denn dieses Ding wieder aufgeladen? Wer hat mich denn wieder gesehen? So, jetzt, wir gehen... Was? Schon wieder? Wer sieht mich denn hier? Vito, komm schon. Geht die Karre nicht schneller? Wir müssen die Bullen abschütteln. Hallo, ich gebe hier Bleifuß. Verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich habe ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Hier soll ich doch langfahren, oder? Hey, Vito, gib Gas. Was ist denn mit dem los? Hält ja genau auf mich drauf, ey. Der ist doch komplett bescheuert. Fuck, ey. Was ist denn mit euch los, Idioten? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. Herr Greco? Ein Arzt. Gib ihm ein paar Kröten und er flickt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Chevy. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verhält es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Geil, wie sie das hier erklären, oder? Dass man ständig von alleine heilt. Sehr lustig. Wo muss ich denn jetzt lang? Okay, sag mir das doch. Hey Henry, nicht einschlafen, halt durch. Scheiße, ja. Scheiße, Mann, was hab ich hier abgerupt? Oh mein Gott. Ich kann jetzt schon das nur Flak hier richten.
Scheiße. Mist, Mist! Hoffentlich verheddert er sich wieder und kommt mir nicht nach. Ich weiß auch, dass ich von der Polizei gesucht werde, aber danke, dass ihr mir das nochmal sagt. Ist aber nicht ganz so schlimm wie bei Mafia 1 auf jeden Fall. Wo wohnt denn der Arzt? Noch ein Berg rauf, aber Hauptsache, die Polizei sucht uns nicht mehr. Sehr schön. Also die sucht uns schon noch, aber weiß momentan zumindest nicht, wo wir sind. Das ist doch schon mal was. Wenn wir jetzt hier den Berg rauf fahren und es kommt Polizei entgegen, ist es auch nicht so schlimm, weil die dann erstmal in die falsche Richtung fährt und wahrscheinlich es nicht rechtzeitig schafft, umzudrehen und wieder Schwung zu bekommen, um den Berg hochzufahren. Vito, das ist das Haus. Park direkt davor. Oh nein, da ist Polizei. Wie dumm ist das denn? Oh nein, oh nein. Oh, Glück gehabt. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Bingo. Bango. Du hast genug Geld, um die Schulden deines Vaters zu tilgen. Besuch deine Schwester, okay. Jetzt müssen wir mit dem gleichen, mit der gleichen Karre fahren. Ja, die gesucht wird, okay. Dann nehmen wir die nicht. Dann lassen wir die einfach mal beim Arzt stehen. Ist sein Problem. Können wir in die Garage? Nee, dann müssen wir halt ein Auto klauen. Kommt mal, wartet mal auf mich. Davon an der Kreuzung vielleicht. Sprinten wir mal schnell hin und klauen uns ein Auto. Komm schon. Nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Raus da, verdammt! Raus aus dem Auto! Bringt euch in Sicherheit! Da ist Polizei vor mir. Die hat es aber nicht gesehen. Geil. Glück gehabt. Was habe ich denn da für eine Kackkarre genommen, ey? Klein, Zweisitzer. Wahrscheinlich auch scheiße langsam. Naja, egal. Wir fahren erst. Ich hätte so gerne mein Praxismobil wieder. So gerne hätte ich das wieder. Fahren wir erstmal zu meiner Schwester und bezahlen die Schulden des guten Herrn Papas. Das ist doch die Straße, die wir am Anfang gekommen sind, oder? Das war doch die erste Fahrt hier im Auto. Also wo wir, glaube ich, nicht selber gefahren sind, sondern... Ja, genau. Joe ist gefahren und hier stand nämlich eine Polizeistreife, die gerade mit einem Typ geredet hat, der gegen den Baum gefahren ist. Vorsicht, Junge. Nicht einfach so aussteigen. Ist auch geil, oder? In der Kurve würde ich noch nicht parken. In der Kurve ist das Risiko am größten, dass jemand dagegen fährt. Ich würde doch eher auf hier, da parken, wo die Typen stehen. Auf der geraden Strecke. Da ist das Risiko nicht so groß, dass es jemanden aus der Kurve trägt und halt komplett reinfährt. Das Auto ist echt kacke. Das ist so behäbig, lässt sich so blöd fahren. Fällt mir gar nicht. Ist nicht schnell, nicht wendig, gar nichts. Obwohl es klein ist. Naja, was soll's. Sind auch gleich da, sehr schön. Egal, ich fahre jetzt einfach rein. Ich habe keinen Bock, so weit zu laufen. So. Wie er sich an die Wand drückt, sehr geil. Das ist auch geil hier, so ein Kahn. Wer hat denn heutzutage noch so einen Kahn? Und damals, selbst damals war das noch selten. Vor allem in der Stadt. Das haben wir doch eher auf dem Land benutzt. Wir machen die mal das Haus sauber, das ist total schmutzig hier unten. Was ist denn da los? Hier, was soll denn der ganze Dreck? Warum haben wir nicht so eine komische alte Frau, die sauber macht und überall lauscht? Wir müssen noch höher. Hallo? Leuchtet die Tür nicht sonst immer, in die wir rein müssen? Okay, dann müssen wir hier rein. Vito, hey, wie geht's dir? Nein, nein, ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich's nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge, alles bestens. Danke, Vito. Danke. Schon okay.
Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst, ich lass mir was einfallen. Okay. Ich habe im Lotto gewonnen. Pass auf dich auf, Vito. Geh nach Hause. Minus 2000 Dollar. Okay, naja, toll. Aber mal mit dieser kleinen hässlichen Bude weiterfahren, auch wenn sie echt ein doofes Auto ist. Platz. Vorsicht, Vorsicht, Jungs. Was macht ihr denn? Lass mich doch mal wieder auf die richtige Straßenseite, verdammt. Da muss mir natürlich reinfahren. Da ist halt dumm, da bremst halt nicht. Wenn du schlafen gehst, springst du zum nächsten Kapitel. Ach, sag bloß. Na, ich wollte eigentlich noch in dem Kapitel ein bisschen rumgammeln. Ah, fuck. Jetzt habe ich so ein Drecksauto. Ich will, dass mein Pax das Mobil wieder drin steht. Verdammt nochmal. Ich bin zu traurig. Gehen wir mal zum nächsten Kapitel. Das ist mir erstmal lieber. Oh, falsch. Ich bin noch nie den Vordereingang rein. Immer nur durch den Hintereingang. Komisch, dass ein Typ nie da ist, oder? Wir sind immer die Einzigen, die hier sind. Und dass es hier immer so unaufgeräumt ist. So. Kleines Bier trinken. Sehr schön. Und pennen. Kapitel 6. Gut genutzte Zeit. Oha, krasses Video. Geile Grafik. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen! Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Was ist denn da los? Bin ich im Knast oder was? Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend. Angesichts der Tatsache, dass sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land sie am dringendsten benötigt. Mr. Scaletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt Sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Oha, 10 Jahre sind aber ziemlich lang. Nur weil ich die scheiß Marken verkauft habe, oder was ist denn das? Was ist denn da los? Ich verlebe da keine 10 Jahre. Hätte ich jemanden tot gefahren, wäre nach 3 Jahren wieder draußen, oder was? Oh. Toll, ey. Willkommen in der Hölle, ihr Süßen. Oh, Frischfleisch! Ja, trag ein Bettchen mit uns. Jede Menge fette Beute, Leute. Der Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder. Hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Ach, Mann, 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 Mann. Oh, ich kann mich umschauen. Laufen muss ich nicht, das macht er selber. Überall mit den fetten Schrotflinten hier, ey. Hab mich doch gerade mit angespuckt, oder was? Ich komm gleich rüber, Mann. Ja, los. Nee, es regnet, okay. Irgendwie sieht er fast wieder gleich aus, oder? Da sind Asiaten, keine Ahnung, Vietnamesen oder Chinesen oder sowas. Schwarzen Brüder, Black Power.
Haut aber lang. Los, jetzt bald. Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid. Was ist? Du nicht sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei. Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los, steh auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt bald. Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe. Ich hab's doch gar nicht gemacht, Mann. Fuck, ey. Vorwärts. Ich versuch's, der verprügelt gleich jeden, der entlang geht, oder was? Stehen bleiben. Und rechts um. Da ist rechts. Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher. Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist, euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Okay, ich schrubb mir mal den Grind vom Leib. Ah, willkommen, geile Frisur. Mein Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Danke. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf. Okay. Okay, Abmarsch. Hey, du Saftsack, tu, was man dir sagt. Okay, tu, was die Wachen sagen und geh den Flur weiter entlang. Mach ich doch. Eine Runde rennen. Okay, kann ich nicht. Neue Grafik freigeschalten. Sieben Hauptbühne. Süßer. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Ich mach doch, was er sagt. Ein bisschen Angst. Ja, okay. Hast mir den Finger gezeigt. Du bist cool. Danke. Willkommen im Trautenheim. Danke. Rein mit dir. Immerhin bin ich alleine hier drin, das ist doch geil. Hab eine Singlebude, ey. Licht aus! Und keinen Mutz, ihr Arschlöcher, sonst lernt ihr mich kennen. Ist doch cool hier drin. Hier sogar zwei Schränke, drei, fast noch ein Regal dazu. Oh fuck, sieht das beschissen aus hier. Benutze das Bett in deiner Zelle. Okay, wir pennen mal eine Runde. Wir setzen uns einfach nur hin. Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. 3 Tage später. Wegen guter Führung entlassen. 3 Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joey, ich solle einen gewissen Leo Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Kontaktiere Leo Galante. Okay, wer ist das? Hey, ich suche Leo Galante. Weißt du, wo er ist? Laber mich nicht an, verdammt! Okay, danke. Wie lange hast du noch? Ich komme nächsten Sommer raus. Okay. Verdammter Glückspilz. Ich frag mal so einen Schwarzen, vielleicht die netter. Aber mich nicht an, verdammt! Okay. Da brennen die Arme, was? Ist nichts dabei. Muss ja irgendjemand sein, der nicht so dumm rumsteht wie die anderen, oder? Keine Überlebenschance. Entschuldigung, wo ist denn Leo Galante? Nicht gut, sprechen mit weißer Teufel. Du jetzt gehen! Warum diesmal? Was geht mit dem? Der Mann hat einen Mumm in den Knochen. Warum haben die keine... Kein Ball?
Okay, schauen wir mal weiter. Hey, Min. Gehen mit dem. Was meinst du? Kannst du mir den Scheiß... Entschuldigung, wo ist denn Leo Galanti? Du wirst finden, was du suchst. Geduld, Grashüpfer. Okay. Ah, hier vielleicht. Den kenne ich doch. Du bist der Ithaka, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott! Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl. Und zwar mit Zinsen! Dann mache doch der Leo. Ja, nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Okay. Hier lass ich alle Knochen Spaghetti-Fresser. Tritt in den Schädel ein! Ja. Oh. Komm schon, du dämlicher Arsch! Lass ihn seinen Spaghetti-Fresser, Arsch! Oh. Du und dein Freund Barbaro, ihr seid tot! Kämpft! Das wird noch einfacher als damals, als ich deiner Mutter eine Kartoffel in den Arsch geschoben habe. Schlag ihm die Zähne aus! Warum denn eine Kartoffel in den Arsch? Die haben doch so wenig Essen. Ja, mach ihn alle! So eine Schwuchtel wie dich verputzt sich zum Frühstück. Hast du ein paar Schwuchteln zum Frühstück? Ruhe. Weg da! Hey, jetzt auf! Los, auseinander! Tuf. Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Zusperren! Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich hab mich gewehrt und glaubt mir, im Knast zählt das eine Menge. 2 Tage später. Jetzt war schon 5 Tage im Gefängnis. Wie lange wollen Sie ihn noch da drinnen lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Skeletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja, einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Oh, das ist die Stimme von Homer Simpson, fällt mir gerade auf. Sehr geil. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an. Okay. Tja, wenn ihr wissen wollt, ob ich den großen, dicken Mann da besiege, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten, nämlich morgen. In diesem Sinne, euer Boxkämpfer Paxis. Tschüss.